Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Von mir kam jetzt, ich glaube, ein paar Wochen kein Video. Das hat einfach den Grund, ich hatte Urlaub und wir waren in Italien und wir haben einfach die Zeit genossen. Und ja, jetzt bin ich aber wieder da und ich habe Zeit, jetzt mal wieder ein Video zu drehen. Heute ist Sonntag und gestern war ich beim Rossmann und konnte mir schon die Schön-für-mich-Box abholen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was hier drin ist und ich hoffe, ihr bleibt dran. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, gibt es ja bei YouTube jetzt auch eine kleine Änderung. Also viele machen es ja schon, oben in den Ecken irgendwo Dauerwerbesendung oder Werbung reinzuschreiben. Ja, ich schreibe das jetzt auch rein, einfach aus Sicherheitsgründen, weil ich nicht möchte, dass ich irgendwie abgemahnt werden kann. Und ja, die Box habe ich aber ganz regulär bei dem Rossmann-Gewinnspiel gewonnen. Und habe ja auch meine 5 Euro dafür bezahlt, also es ist nicht zugeschickt oder sonstiges. Dafür bin ich einfach noch viel, viel zu klein, dass ich da irgendwas zugeschickt bekomme. Und sollte ich irgendwo mal ein PR-Sample bekommen, dann schreibe ich es auch rein und schreibe es euch auch dazu und sage es euch auch vor allen Dingen. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir starten jetzt aber mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß damit. Also die Box sieht auf jeden Fall genauso aus wie die Juni-Box, die hatte ich ja auch bereits gewonnen. Übrigens die August-Box habe ich nicht gewonnen, also da habe ich nichts bekommen. Ich habe noch bei Rossmann Blogger Newsletter habe ich mich noch angemeldet, da habe ich auch nochmal teilgenommen. Ob ich die kriege oder nicht, weiß ich nicht, deswegen es ist vorerst die letzte Schön-für-mich-Box. Und wir heben jetzt mal den Deckel. Und so sieht das Ganze wieder von innen aus. Also man hat hier wieder so ein Magazin. Und wir öffnen jetzt mal die Schleife. Und die Box ist auf jeden Fall schon schwer. Und hier haben wir auch wieder Zeitschrift drin und ein Werbeprospekt. Einfach von diesen Wellmix-Produkten hier. Dann haben wir hier einmal dieses Rossmann-Magazin, dieses Schön-für-mich-Magazin. Da schaue ich später einfach nochmal in Ruhe rein. Und als erstes hole ich hier ein Duschgel raus. Und zwar ist es von Duschdas. Ich fühle mich traumhaft mit fruchtig-blumigem Duft-Duschgel. Ist hier mit so einem richtig süßen Seepferdchen, schaut richtig süß aus. Und schnuppern wir mal dran. Sehr, sehr angenehmer Duft, also nicht zu süß und ich glaube jetzt so für die Sommerzeit auf jeden Fall optimal geeignet. Dann ein Produkt, was ich auch schon in den Händen hatte und mir auch schon kaufen wollte. Und zwar ist es von Nivea. Ich bin Berry Charming Mix Me. Das sind ja diese Mix-Bottiche, wo man auch mischen kann. Würde ich jetzt persönlich nicht machen. Einfach aus dem Grund, weil mir das zu viel Rumgepansche irgendwie ist. Aber jetzt schnuppern wir mal dran. Ach, der Duft ist sehr, sehr lecker. Und wirklich so nach diesen typischen roten Beeren. So ein bisschen wie Fruchtzwerge, finde ich auch. Ich trage mir jetzt hier einfach mal was auf. Ja. Also hat so ein bisschen was von diesen Fruchtzwergen, von diesen roten. Sehr, sehr lecker und zieht auch schnell ein. Also kann man sich wirklich schnell mit eincremen. Ja, gefällt mir gut. Ja, als nächstes hole ich hier von Altera ein Produkt raus und das ist ein Nagellack mit Bio-Arganöl und das ist die Farbe, wo steht's denn? 01 Rose Blossom. Und wenn ich mir die hier so anschaue, die hat so einen ganz leichten Glitzeranteil mit drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also schaut auf jeden Fall richtig schön aus und kann ich mir sehr gut auf den Nägeln vorstellen. Ja, dann haben wir von Sun Ozone ein Hydro-Gesichtscreme Lichtschutzfaktor 30 drin.
Ja, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Würde ich jetzt einfach mal zulassen und fürs nächste Jahr aufheben, weil ich habe momentan genug Produkte offen. Die müssen erst aufgebraucht werden und ja, solange es zu ist, hält es ja auch noch bis nächstes Jahr. Von Fußwohl haben wir ein Mousse-to-Oil Pflegescham, fünffach Ölkomplex für sehr trockene Haut. Das sieht so aus. Auch sehr interessant. Okay, also da riecht man nichts, solange man es nicht benutzt hat. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, als nächstes habe ich hier ein Produkt von Revlon, ein kosmetisches Produkt. Und zwar die 05 Infinity Raspberry Revlon Color Stay Overtime 16 Stunden soll der halten. Okay, also so sieht die Verpackung schon mal aus. So sieht dann das Produkt aus und als erstes kommt wahrscheinlich die Farbe dran. Das ist der Applikator hier. Also eine sehr, sehr schöne Farbe, gefällt mir richtig gut und ist auch so ein bisschen schier. Gefällt mir richtig gut, tolle Farbe, gefällt mir echt mega. Und das ist dann dieser Topcoat hier, den man dann praktisch drüber pinselt und dann soll es lange halten. Okay. Ja, tolles Produkt, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Von Odolmed 3 haben wir hier eine Zahnpasta drin und zwar samtweiß. Ja, kann man immer brauchen. Momentan in Boxen ja sehr, sehr oft Zahnpasten drin. Also ich habe hier schon die ganze Batterie an Zahnpasten. Und von Nivea ist hier noch ein Produkt drin und zwar die Missel Air Skin Brave Expert Micellenreinigungstücher für Gesicht und Augen. Wasserfest, also entfernt wahrscheinlich auch wasserfestes Make-up, ja. Genau. Ja, kann man auf jeden Fall auch gebrauchen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar ist es eine von diesen neuen Neutrogena-Masken, was ich auch sehr toll finde, dass die hier in der Box drin ist. Und zwar ist es die Illuminating Boost für strahlend schöne Haut. Hydrogel-Maske. Ja, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Und wenn man hier auf den Produkten schon sieht, das ist so eine zweiteilige Maske. Hatte ich übrigens von Balea ja auch letztens diese Spitzenmaske drauf. Und die ist auch zweiteilig und ich finde es mega. Also ganz im Ernst, es ist echt eine super tolle Neuheit bei diesen Masken, weil man sich das individuell eher anpassen kann. Finde ich richtig, richtig toll. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, die Box ist leer. Mir hat die Box richtig, richtig gut wieder gefallen. Ich schreibe euch auch hier oben wieder rein, wie viel Wert diese Box hatte. Und ja, also für 5 Euro kann man sich da auf jeden Fall nicht beschweren. Und an die Mädels, die bis jetzt noch nicht gewonnen haben bei so einem Gewinnspiel, probiert es immer, immer wieder. Irgendwann habt ihr einfach mal Glück. Ja, ich hatte jetzt für den August wieder kein Glück, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Und ja, freue mich auf jeden Fall drauf, beim nächsten Mal wieder teilzunehmen und hoffentlich auch die Boxen zu gewinnen, weil bis jetzt bin ich von keiner einzigen Box enttäuscht worden und freue mich echt mega drüber und kann alles verwenden. Und ja, ich würde sagen, wir beenden dann an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann klickt hier unten auf den Abonnier-Button, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!